Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man so eine PVC-Sichtschutzmatte anbringen und somit auch die Balkonverkleidung vor dem Befestigen richtig kürzen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall habe ich die Sichtschutzmatte so ausgewählt, dass sie am Ende etwas unter dem Handlauf liegt und aber auch am Boden unten aufsteht, dass natürlich die einzelnen Röhrchen auch nicht nach unten irgendwie absacken können. Jetzt geht es einfach mal darum, dass wir wirklich am einen Ende mit dem Ausrollen beginnen. Laut Hersteller sollte ich für meine 80 cm Mattenhöhe mal das Ganze unten und auch oben befestigen. Desto höher natürlich deine Matte ist, desto mehr Befestigung benötigen wir auch. Und wir sollten circa alle 50 cm das Ganze am Geländer bzw. am Zaun fixieren, dass es natürlich im Wind auch nicht allzu stark hin und her wackeln kann. Und entweder wir verwenden ganz einfache Kabelbinder oder wenn es bei deinem Set auch dabei war, dann können wir so eine spezielle Befestigung noch mit so einem kleinen Draht versehen. Diese gebe ich an der gewünschten Stelle von vorne einmal durch und schaue einfach darauf, dass wirklich auch zwei solche Röhrchen mit eingebunden sind. Und falls es bei dir aber nötig ist, kannst du natürlich auch dementsprechend diese Befestigung einfach senkrecht hier irgendwo anbringen. Auf der Rückseite habe ich beide Drahtenden dann miteinander verdreht und das Ganze hält auch schon bombenfest an unserem Balkongeländer. Früher oder später müssen wir relativ sicher unsere Matte irgendwie kürzen und das Ganze geht am besten mit einem Cuttermesser. Und jetzt aber bitte nicht den Fehler machen, dass wir einfach an der gewünschten Stelle mal unsere Schnur durchtrennen, da danach relativ sicher die Röhrchen dahinter keinen Halt mehr haben werden und diese einfach rausfallen. Deswegen jetzt zuerst einmal das Ganze mit einem entsprechenden Sekundenkleber bzw. auch mit einer Heißklebepistole fixieren. In meinem Fall möchte ich genau an dieser Stelle kürzen, weswegen ich mal die drei Röhrchen zuvor mit meinem Sekundenkleber ordentlich an die entsprechende Schnur dran klebe. Wenn es nach kurzer Zeit dann getrocknet ist, bitte jetzt nicht an der gewünschten Stelle wieder abschneiden, sondern dementsprechend wieder drei Röhrchen weitergehen und hier einmal die Schnur einkürzen. Dadurch können wir jetzt nämlich unsere drei überstehenden Röhrchen mal aus den Fäden entfernen. Und wir haben überall noch genug Faden übrig, um hier einen Doppelknoten zu machen, dass natürlich sich das Ganze auf gar keinen Fall später lösen kann. Zum Schluss den überstehenden Faden ganz einfach mit einer Schere kürzen. Und wenn gewünscht, die Enden noch mit einem Feuerzeug versiegeln, dass diese einfach nicht ausfransen können. Wenn wir unsere Sichtschutzmatte übrigens von der Höhe her einkürzen müssen, dann am besten ebenfalls wieder ein Cuttermesser zur Hand nehmen, eine Schneidunterlage, in meinem Fall ein Karton oder natürlich auch irgendwelche alten Fliesen als Beispiel. Und dann sollten wir noch am besten eine Wasserwaage als Schneidhilfe verwenden. Danach einfach mit dem Cuttermesser einmal ansetzen und diese Plastikteilchen lassen sich auch schon relativ gut durchtrennen. Falls bei deinem Set so eine Abschlussschiene dabei ist, diese kommt normalerweise von oben auf die Röhrchen drauf, hat einfach den Sinn, dass das Ganze von oben abgeschlossen ist, noch einmal etwas stabiler ist und natürlich somit auch kein Wasser in die Röhrchen eindringen kann. Zum Einsetzen könnten wir das Ganze entweder von oben relativ steil ansetzen und von dort aus beginnen oder was noch leichter ist, wenn wir irgendwo eine offene Stelle haben, dann einfach mal seitlich beginnen anzusetzen und Röhrchen für Röhrchen in diese Abschlussschiene hinein fädeln. Und somit haben wir dann auch schon so einen PVC-Sichtschutzzaun richtig montiert. Wenn du dir so eine Sichtschutzmatte in den verschiedensten Ausführungen, Kabelbinder, ein Cuttermesser oder natürlich auch einen Sekundenkleber zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.